60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit. Ich bin Yvonne von Voice Stories. Was machst du mit Voice Stories, Yvonne? Voice Stories sind Audiosticker, auf denen man seine Geschichten und Erinnerungen speichern kann. Mega easy, also kannst du das mit deinen Kindern oder deinen Eltern oder Großeltern nochmal durchgehen, deine Geschichten erzählen lassen und oder selber Sprachnachrichten auf einem Sticker speichern und kannst sie so immer speichern an dem Ort, an dem du die Erinnerungen brauchst. Sag mal ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel, wie funktioniert das? Also am allerbesten ist es zum Beispiel, wenn du ein Fotoalbum hast, du warst im Urlaub, hast die beste Pizza Italiens gegessen und möchtest genau nochmal den Moment festhalten, erzählen, wie lecker die Pizza war und kannst dann diese Geschichte zu diesem Moment erzählen und in dein Fotoalbum neben das Bild von der leckeren Pizza packen. Da packst du dann den QR-Code drauf, das scannst du ab und dann hörst du quasi automatisch die Story dazu. Genau, also wahrscheinlich auch ganz geil, so wenn mal der Opa irgendwie das Buch mal vorlesen soll, dafür ist wahrscheinlich gut. Hochzeiten kann ich mir vorstellen. Ja, sind das so die Fälle? Genau, richtig. Also du hast es schon richtig auf den Punkt gepackt. Hochzeiten ist ein ganz, ganz großes Thema. Einen Tag festhalten. Wir haben ein extra Hochzeitsset mit Ideen. Wie kann man den Tag über festhalten von den Gästen her? Also lass ein Kind ein Lied singen, frag die Großeltern, wie ihre Hochzeit war. Oder nimm den Moment auf, als der Hochzeitstanz stattfindet, dass man genau diese Momente einfängt und dann für auch das Hochzeitspaar festhält. Oder aber auch Postkarten aus dem Urlaub schicken, eine Gute-Nacht-Geschichte vom Opa einlesen lassen, der vielleicht weiter weg wohnt und man kann immer abends mit der Stimme vom Opa die Gute-Nacht-Geschichte hören. Das sind genau so Sachen, wo Voice Stories im Alltag helfen kann. Mega cool. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also ganz klassisch in der Elternzeit. Ich war in der Situation, dass ich die ganzen Momente mit meinem Sohn festhalten wollte. Und ich persönlich hatte überhaupt keine Zeit, in den ersten Wochen und Monaten alles mit Schönschrift in so ein Erinnerungsalbum zu packen, wie ich das aber von meiner Mutter hatte. Und habe dann angefangen, Sprachnachrichten aufzunehmen und dachte, ich kann die ja dann später irgendwie irgendwo hinpacken, wo er sie dann auch hat. Und habe aber keine Möglichkeit gefunden und habe ewig gesucht und so ein ganz klassisches Beispiel von, ich habe ein Need und finde keine Lösung dafür, also packe ich selber an, mein Mann ist Entwickler und so haben wir dann in der Elternzeit das Produkt entwickelt und haben es eigentlich gar nicht als Business Case gesehen, es ist einfach so losgestartet und wir haben dann erstmal die ersten Sticker so für uns gemacht und immer mehr, sobald ich mit Menschen darüber gesprochen habe, haben die so stark reagiert und man sagt, toll, das hätte ich auch gerne. Gibt's denn sowas? Und so ist das erst gewachsen, dass wir auch überlegt haben, okay, das können wir auch für andere Menschen machen und was es alles noch für Anwendungsbereiche damit gibt. Und so ist dann Voice Stories entstanden. Cool, und dann habt ihr das einfach weiterentwickelt und auch schon die ersten Kundinnen und Kunden generiert wahrscheinlich dann darüber. Und dann hast du gesagt, okay, daraus machen wir jetzt wirklich ein Business oder wie muss ich mir das vorstellen? Eigentlich wirklich genauso. Wir haben erstmal gestartet und ich habe eine Druckerei gesucht, die mir ungefähr so Sticker drucken kann. Mein Mann hat das so erstmal so eine Minimum-Version programmiert und wir sind dann losgestartet. Und dann habe ich einfach das auf Etsy reingestellt, weil das so die geringste Hürde ist, um mal zu starten, mal auszuprobieren. Und schon nach wenigen Tagen hatte ich die erste Bestellung ohne Werbung, ohne irgendwas und dachte, okay, das interessiert Menschen. Und dann hatten wir relativ schnell über einen Kontakt, eine Influencerin, die dann geheiratet hat. So kam dann relativ schnell dieses Hochzeitsset. Und wir haben dann immer weiter mit den Kunden, die das bestellt haben, Kontakt aufgenommen und gefragt, okay, was braucht ihr eigentlich? Und so ist dann das Basisset mit 20 Stickern entstanden, aber dann auch nochmal ein Miniset mit nur 4 Stickern, um es mal auszuprobieren, entstanden. Und so hat sich das Produkt dann weiterentwickelt. Und Etsy war der Einstieg. Und dann relativ schnell haben wir dann auch unseren eigenen Online-Shop aufgebaut. Cool. Und wie generiert ihr jetzt die meisten Kunden? Über den eigenen Online-Shop tatsächlich. Das hat sich dann relativ schnell gezeigt. Mein größter Kommunikationskanal ist auf jeden Fall Instagram. Und und ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch auf Messen. Als wir auf Messen unterwegs waren oder auf so kleinen, großen Kreativmärkten. Das ist auch immer, dass Leute das dann da sehen, wahrnehmen, das weitererzählen, auch auf den Hochzeiten dann wieder damit in Kontakt kommen und dann auch überhaupt merken, was ist denn eigentlich Voice Stories und was gibt es denn da noch? Das ist ein echt tolles, eine tolle Möglichkeit, Kunden zu kriegen. Und gab es so ein ganz großes oder so ein Highlight für dich, was irgendwie mal rausstach, ein Kundenerlebnis oder für dich als Business, dass du denkst, jetzt läuft's oder irgendwas, was so raussticht? Also ich habe gefühlt irgendwie jeden Tag so kleine Highlights, die irgendwie immer da sind. Was richtig toll war, war, als wir uns dann dazu entschlossen haben, das neue, also ein richtiges Branding zu machen und zum ersten Mal auch Geld in die Hand zu nehmen und das so als
Business Case zu sehen und dann so ein fertiges Branding am Ende zu haben. Aber auch diese kleinen Momente, ich habe das sehr, sehr häufig, dass wenn ich auf Messen oder auf Events mit Menschen spreche und davon erzähle, dadurch, dass es so ein emotionales Produkt ist, fangen relativ häufig Menschen an zu weinen, weil sie gerade eine Person verloren haben und gerade diese Stimme so was Wertvolles ist. Und das sind immer so Momente, wo ich merke, ich mache das jetzt nicht nur so aus Witz, sondern das ist was, was Menschen wirklich was zurückgibt und was Menschen was bedeutet und dass ich damit irgendwie so was Gutes in die Welt bringen kann. Wahrscheinlich unglaublich viele Gänsehautmomente. Mhm. Cool. Ja. Und gab es auch Schwierigkeiten? Na. Also alleine, wenn man darüber nachdenkt, dass man so eine Steuererklärung am Ende des Jahres machen muss. Für jemanden, also ich habe sogar BWL studiert und Marketing, aber wenn man das plötzlich für sich selber machen muss, ist es ja so eine komplett andere Herausforderung, ein ganz anderes Level. Von daher ergeben sich gerade in diesem ein Unternehmen aufbauen, dieses Unternehmertum hat dann doch sehr, sehr viele Herausforderungen, die irgendwie jeden Tag auf einen warten. Ich finde es schon richtig schwierig, erstmal so einzuschätzen, was bringt mir überhaupt was? Oder nicht immer sofort zu allem Ja zu sagen, sondern auch erstmal durchzuatmen. Und auch gerade mit, ja, wir hatten mal so Kooperationen, die erstmal riesig und toll klangen. Und letzten Endes bin ich ganz, ganz froh und sehr, sehr zufrieden, dass das nicht geklappt hat, weil ich dadurch so viel lernen konnte. Aber es gab schon oft Situationen, wo ich echt dachte so, oh, okay, ja, jetzt war gut, dass es nicht so gekommen ist. Oder wow, was ich jetzt letzten Endes daraus gelernt habe. Man muss sich dann ja auch immer erstmal überwinden, diese Schwierigkeiten überhaupt anzugehen und nicht auszublenden. 100%. Und was würdest du Menschen empfehlen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Auf jeden Fall drüber sprechen. Das ist ja das, was irgendwie gerade am Anfang jeder jedem sagt. So, sprich drüber, geh raus, nimm den Mut zusammen. Und am Anfang denke ich, ich habe so eine Idee und sobald ich drüber spreche, klaut das nächste große Unternehmen das. Das habe ich gelernt, das passiert jetzt nicht so super schnell. Und dass man ja selber erstmal die Person ist, die für so eine Idee steht und sich gar nicht davon einschüchtern lässt, was jetzt noch in der Welt da draußen so auf einen wartet. Ich finde es auch total wichtig, dass man gar nicht mit so einem riesigen, wo enden wir am Ende, dass man schon auch offen ist für den Weg, der einem bevorsteht und alle Möglichkeiten und Optionen immer so mitnimmt, dass man gar nicht so, also schon groß denken wahrscheinlich für viele, bin ich auch nicht mit gestartet, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, eine Vision zu haben, aber gar nicht so ein ganz konkretes Ziel, sondern auch offen zu sein, wo der Weg einen hintreibt. Und du klingst so, als hättest du schon einen Plan, wo du gerne in 5 Jahren wärst. Ach, also ich fände es schon schön, wenn sehr, sehr viel mehr Menschen einfach von Voice Stories erfahren und wissen und auch ihre Erinnerungen damit festhalten und dass wir so ein ganz fester Bestandteil sind in, ja, wie Menschen mit ihren Geschichten umgehen und Menschen gerne auch ihre Geschichten erzählen und festhalten und auch teilen. Du hast gerade auch gesagt, einer der Tipps, den du weitergeben würdest, ist quasi sprecht mit Menschen. Wo trifft man diese Menschen, die einem wirklich sinnvollen Input geben? Rausgehen auf Netzwerkevents. Ich habe jetzt den Mega-Vorteil, ich bin in einer großen Stadt wie Hamburg hier. Das ist echt ein Riesenvorteil. Aber es gibt auch gerade, sobald man anfängt so auf LinkedIn oder auch auf so Netzwerk Webseiten unterwegs zu sein, gibt es richtig tolle Netzwerke, vor allen Dingen für Frauen, ehrlich gesagt, die einen da total gut aufnehmen und super hilfreiche Tipps geben und auch immer offen sind, Ideen oder auch ja, Erfahrungen zu teilen. Und das ist richtig schön, dann davon zu profitieren und zu lernen. Aber generell einfach nicht den Kontakt mit Menschen zu scheuen. Und das ist auch eine Herausforderung. Das glaube ich. Cool, vielen Dank und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg, dass Voice Stories wirklich ein fester Bestandteil in den Läden der Geschichten wird. Dankeschön.